Achtung, unzensierte Medien für ein paar Minuten. Was ich zu sagen habe, ist von großer Wichtigkeit. Ich musste viele Menschen töten und auch ich werde wohl sterben. Aber vorher habe ich euch etwas mitzuteilen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, eure Bedürfnisse über mein Leben zu stellen. Es liegt mir am Herzen, dass ihr endlich aufwacht und euch ändert. Aber bevor ich euch sage, was ihr tun sollt, präsentiere ich euch ein paar Fakten. Und damit meine ich brisante Fakten. Die NSA speichert jeden einzelnen Anruf, jede E-Mail oder Textnachricht, Leute wie Snowden oder Assange, die uns zur Rettung der Demokratie die nötigen Informationen beschaffen. Diese Jungs werden von der US-Regierung strafrechtlich verfolgt. Die US-Regierung wird von den Reichen finanziert und hält die Menschen dumm, ignorant und auf dem geistigen Stand von Kindern. Sie setzen alles daran, dass die Leute damit beschäftigt sind, Geld zu verdienen, sodass sie in ihren Häuschen mit Vorgarten überleben können. Sie lassen die Menschen in dem Glauben, dass sie frei sind und die Wahl haben, tun zu können, was immer sie wollen. Aber die Leute, die euch repräsentieren, wurden gekauft und dafür bezahlt, euch in euren kleinen, dummen Welten dumm zu halten. Die Menschen sind eben nicht alle gleich. Freiheit beruht stets auf geteilter Verantwortung, auf Rationalität. Welcher Wahnsinnige würde diese Welt rational nennen? Sieh dich doch um. 3/4 ihrer Bewohner leben in der Hölle, sind verdammt zum Verhungern, unmenschlicher Unterdrückung ausgeliefert. Unsere Staatsform war das Experiment, den moralischen Imperativ des Rechts des Einzelnen umzusetzen. Doch die Regierenden haben immer bloß ungezügelt ihre egoistischen Interessen verfolgt. Das Fernsehen hat uns die Macht gegeben, das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu manipulieren. Die Informationstechnologie hat uns die Werkzeuge geliefert, sie zu überwachen. Aber wozu? Um Seife zu verkaufen? Oder Autos? Krieg und Religion waren und sind die einzigen Kräfte, die die Macht haben, die Menschen zu einen. Die Menschheit hat schon immer Krieg geführt, seit wir aus dem Urschleim hervorgekrochen sind. Das ist das einzig Konstante in unserer Geschichte. Der ständige Versuch, uns gegenseitig zu vernichten. Wegen Nahrung, Land, Bodenschätzen, wegen der Religion. Krieg ist seit jeher das ordnende Prinzip. Hinter jedem Imperium, hinter jeder Nation, die es je gegeben hat. Die Evolution ist der naturgegebene Trieb, die Herde auszudünnen, die Schwachen auszumerzen und die Starken zu fördern. Doch es gibt ein Paradoxon. Die Kunst, Wissenschaft, Medizin, Philosophie, Vernunft und Logik als Gegengewicht zum Gemetzel. Die zwei Seiten unserer Natur, Licht und Dunkel. Weisheit und Unwissenheit existieren nebeneinander. Eins von beiden wird siegen. Das ist die geheime Angst. Und die größte Hoffnung der Menschheit. Die Wissenschaft hat uns endlich die Werkzeuge gegeben, um uns zu entscheiden. Für das eine oder das andere. Für Unsterblichkeit oder totale Vernichtung. Der Traum, dass wir mal eines Tages plötzlich aufwachen und das Dunkel einfach abschütteln, ist eine Illusion. Die Geschichte ist ein gnadenloser Lehrer. Der Irakkrieg war ein Verbrechen. Bush, Cheney und Rumsfeld haben der Vereinten Nation und dem Rest der Welt frech ins Gesicht gelogen. Saddam hatte keine Massenvernichtungswaffen und er hatte auch nichts mit der Al-Qaida zu tun. Aber wir wissen, dass unsere Freunde die Saudis 9/11 finanziert haben. Aber wegen ihres Öls unternehmen wir nichts gegen sie. Stattdessen schicken wir unsere Soldaten in die Länder zum Sterben, die nichts mit den Terrorattacken und Al-Qaida zu tun haben.
Warum hat Obama die Bush-Regierung nicht verklagt? Bushs Kriege kosteten die Steuerzahler hunderte Milliarden und er verübte Kriegsverbrechen. Wieso hat Obama nichts dagegen unternommen, weil er genauso bezahlt wird und Mitglied des Clubs ist? Kein Präsident hat in seiner Amtszeit so viele Ausländer ausgewiesen wie derzeit Obama. Warum hat er Guantanamo Bay nicht geschlossen, wo die Gefangenen ohne Anklage oder Beweise und Gerichtsverfahren seit nunmehr über 13 Jahren einsitzen? Er hat weder gegen die Häftlingsversorgung noch gegen das Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung ein Veto eingelegt, das im Klartext die unbegrenzte Inhaftierung von Gefangenen verbietet und Amerikaner ohne Gerichtsprozess einschließt. Wir stecken in einer verfassungsmäßigen Krise in den Vereinigten Staaten. Und im Moment haben wir einen Schurkenstaat, das bedeutet Verletzung des internationalen Gesetzes. Die Verletzung der Magna Carta, die 800 Jahre darauf zurückgeht, was unser Sinn für Gerechtigkeit bedeutet. Obama sollte der Prozess gemacht werden und er sollte in den Knast. Angst ist der Motor, der die Welt voranbringt. Ich meine, Angst ist der Treibstoff für Veränderung. Angst vor Terroristen. Angst vor dem Finanzkollaps. Vor biochemischen Angriffen. Und vor Atomwaffen von Schurkenstaaten und vor Selbstmordattentätern. Vor der globalen Klimakrise. Angst davor, dass es uns allen viel zu lange, viel zu gut gegangen ist. Mit unseren reichlich spritfressenden Autos und unserem Satellitenfernsehen und unserer blinden Verehrung von Gier und unserem Heuschreckenkapitalismus. So weit, so gut. Aber wo hört das auf, Mr. Green? Wo hört das Spiel auf? Es hört auf, wenn du mir endlich Antworten gibst. Lass sie nicht mit dir spielen, Jake. Bin ich es, der Spiele mit ihnen spielt, Mr. Green? Sie hören diese Stimme jetzt schon so lange, Sie glauben wirklich, es sei Ihre. Sie glauben, sie sei Ihr bester Freund. Sie müssen glauben, Ihr Gegner sei Ihr bester Freund. An welchem Ort sollte sich der Gegner verstecken? Genau dort, wo man ihn zuletzt erwartet. Macht ist immer das Thema. Die Macht, die Weltpolitik zu verändern. Ohne sie hätten wir einen langen und zerstörerischen Weg ins Chaos vor uns. Ohne vielleicht, ohne Wenn und Aber. Die Krise ist Realität. Das war sie übrigens schon immer. Jemand musste es tun. Einer musste die Verantwortung übernehmen. Glaubst du, es war einfach, diese Entscheidungen zu fällen? Was glaubst du, wie viel Zeit uns noch bleibt, bis das alles ans Licht kommt? Glaubst du etwa, wir können uns auf die Dinge freuen, die die Zukunft von uns fordern wird? Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar ist keine 5 Cent mehr wert. Banken gehen pleite, Geschäftsleute haben eine Waffe unterm Ladentisch. Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet, genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sessel, sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So, als ob das ganz normal wäre. Wir wissen, die Zeiten sind mies, schlimmer als mies. Sie sind verrückt, es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, sodass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird die Welt, in der wir leben, immer kleiner und wir sagen nur, bitte, lasst uns wenigstens hier in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtelreifen. Dann sage ich auch nicht, lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich will nicht, dass ihr protestiert oder Krawalle veranstaltet oder eurem Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht, was ihr ihm schreiben solltet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation gegen die Russen und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal! Mein Leben hat einen Wert! Also, ich will jetzt, dass ihr aufsteht. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht, einer wie der andere. Ich will, dass ihr sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf raussteckt und schreit: Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Das ist die Revolution des Verstandes. Ich sehe so viel Potenzial, wie es vergeudet wird. Herrgott, noch mal eine ganze Generation zapft Benzin, räumt Tische ab, schuftet als Schreibtischsklave.
Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos. Machen Jobs, die wir hassen, kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Die Reichen stehen immer über dem Gesetz und das überall! Sieh dir die russischen Oligarchen an! Und Deutschland! Die Eigentümer von Bayer, BASF, BMW und VW, sie alle haben unter Hitler Sklavenarbeit betrieben. Hab ich recht? Und die Firmen sind immer noch in Familienbesitz. Das englische Königshaus. Hab ich recht? Die reichen Afrikaner, sie begehen Morde an ihrem eigenen Volk. Es ist alles eine einzige Gehirnwäsche. Oder wir kriechen diesen Arabern in die Ärsche, weil sie durch ihr mit Öl gewonnenem Geld nur so um sich schmeißen. Und Gucci und all unsere amerikanischen Firmen aufkaufen, dabei richten sie tagtäglich Menschen hin. Sie gestehen Frauen keine Rechte zu, sie töten Schwule, aber uns ist das völlig egal, weil sie ja das Geld haben. Unsere Firmenbosse sind nichts als Gangster in Nadelstreifenanzügen, versteht ihr? Sie scheren sich einen Dreck um Rechtsgrundsätze. Sie haben das ausgefeilteste innere Sicherheitssystem in der Geschichte der Menschheit geschaffen. Sie haben unsere grundlegendsten Basisrechte und bürgerlichen Freiheiten zermalmt. Sie haben drei Staatsgewalten der Regierung in eine gänzlich gesteuerte Marionette des Unternehmensstaates verwandelt. Sie haben das Informationsnetzwerk unter Kontrolle gebracht, um die Ätherwellen mit ihren Lügen zu durchtränken. Und du bist ein Teil davon, Chip. Ich sag dir, du bist genau wie jeder andere. Eigentlich steckt all die Leute vom Nachrichtenbusiness bei irgendjemandem in der Tasche, habe ich recht? Sie lassen keine friedlichen Aktionen mehr zu, wir sehen die Verbrechen, wir wissen, dass die Klimaerwärmung wahr ist. Dass Lobbyisten Washington schmieren, wir wissen, dass der finanzielle Kollaps bereits passiert ist und dennoch drucken wir weiter Geld. Nur um das Ende aufzuschieben und in 50 Jahren oder auch schon früher ist alles vorbei. Wir haben immer mehr Menschen auf unserem Planeten und immer weniger Wasser, Nahrungsmittel, Gas und Öl. In 100 Jahren wird es unsere durchgefickte Welt nicht mehr geben. Tja, und Abmachungen gelten nichts mehr. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen! Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Etwas in einem, über das man nichts weiß. Etwas, das man so lange verleugnet, bis es zu spät ist, etwas dagegen zu tun. Es ist der einzige Grund dafür, dass man am Morgen aufsteht, seinen beknackten Chef erträgt und alles Blut, den Schweiß und die Tränen. Und das nur, damit alle wissen, wie gut, attraktiv, großzügig, witzig und clever man ist. Fürchtet oder verehrt mich, aber bitte haltet mich für etwas Besonderes. Wir haben alle dieselbe Sucht. Wir sind Anerkennungsjunkies. Wir gieren alle nach dem Schulterklopfen der goldenen Uhr, dem verdammten Applaus, dem Siegerpokal. Shine on, you crazy diamond. Wir sind bloß Affen in Anzüge gesteckt, die um Anerkennung betteln. Wenn wir das wüssten, würden wir all das nicht tun. Irgendjemand versteckt diese Wahrheit vor uns. Und hätte man eine zweite Chance, dann würde man fragen: Wieso? Und was ist das Leben anderes als die Jagd nach einem Traum? Der Traum vom Frieden, der Traum vom Fortschritt. Der Traum, jemanden die folgenden Worte sagen zu hören, wenn sie wirklich ehrlich gemeint und wahrhaftig sind. Ich liebe dich, David. Te quiero. Streifen Sie frei umher. Die meisten von uns leben ihr ganzes Leben ohne wirkliche eigene Abenteuer.
Es ist schwer zu begreifen. Aber damals hat man auch über Jules Verne gedacht. Das ist eine Revolution des Verstandes. Das ist ein Albtraum! Hey! Das läuft nicht, Fratze! Ego is the worst confidence trickster we could ever figure, we could ever imagine, because you don't see it. And the single biggest con is, I am you. The problem is that the ego hides in the last place that you'd ever look, within itself. It disguises its thoughts as your thoughts, its feelings as your feelings. You think it's you. People's need to protect their own egos knows no bounds. They will lie, cheat, steal, kill, do whatever it takes to maintain what we call ego boundaries. People have no clue that they're in prison. They don't know that there is an ego. They don't know the distinction. At first, it's difficult for the mind to accept that there's something beyond itself, that there's something of greater value and greater capacity for discerning truth than itself. In religion, the ego manifests as the devil. And of course, no one realizes how smart the ego is because it created the devil, so you could blame someone else. In creating this imaginary external enemy, we usually made a real enemy for ourselves, and that becomes a real danger to the ego, but that's also the ego's creation. There is no such thing as an external enemy, no matter what that voice in your head is telling you. All perception of an enemy is a projection of the ego as the enemy. In that sense, you could say that 100% of our external enemies are of our own creation. Your greatest enemy is your own inner perception, is your own ignorance, is your own ego. Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Sie erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten,
Vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldaten, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott lebt in euch allen und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen, es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt, das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zum Segen gereichen. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten! Hier, sieh dich an. Sieh in den Spiegel. Was siehst du da? Was siehst du im Spiegel? Was ich sehe? Ein traumhaftes Mädchen. Vielen Dank. Und was siehst du gleich daneben? Ich weiß nicht. Super, du machst Fortschritte. Ja, findest du? Vorher ist da nur Scheiße gewesen. Aber jetzt weißt du nicht mehr, was du siehst. Du hast aufgeräumt in deinem Herzen. Aber jetzt müssen wir was für die leere Stelle finden. Die darf nicht leer bleiben. I tried to warn you just to stay away.